Hier wieder ein Postengeschäft. 18 Stück hast du da. Stevens E-Inception AM872. Ein Fully aus Hamburg. Genau. In Deutschland werden die teilweise zusammengebaut oder in Bulgarien, die haben ja zwei Werke. Und ja, das Inception, einer unserer bestverkauften Räder gewesen. Jetzt habe ich den auch als Restposten. EP8, 700 Wattstunden, XD-Schaltung. Wirklich ein tolles Rad. Also wir haben hier Carbonrahmen. Unterschied zu dem 7.1er ist, dass wir hier den Akku rausnehmen können. Bei den Bosch-Modellen ist der Akku ja fest verbaut, wie beim Mountrecker. Und hier kannst du halt den Akku rausnehmen. 750. Ja. 745, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja von Simplo der Akku. Aber die genauen Spezifikationen stehen natürlich bei uns auf der Seite. XD-Schaltung. Dann ist EP8. Das der neue 8-Punkt? EP801, das ist der EP8. Der EP801 wurde ja gemacht, damit du mit dem XD-Di2 quasi kommunizierst. Brauchst du ja nicht. So, und denn das Ganze mit XT-Schaltung, Carbonrahmen? Wir haben einen Carbonrahmen, ja. Full Carbon. Gut, der Kollege ist das Alu. Das ist Alu, aber hinten also die Schwinge ist Carbon. Schwinge ist Carbon. Genau. Mach nochmal mit den Fingern. Kann man schön hören. Also das ist Carbon. Ja, Stevens, wer steckt da dahinter? Die waren auch mal ein Händler und das ist halt ein Händler aus, ein Hersteller mittlerweile aus Hamburg. Sind sehr fachhandelstreu. Und bauen schon seit Jahren Räder. Also wenn du in Norddeutschland bist oder Hamburg, siehst du deren Räder halt sehr, sehr oft. Sehr bekannt wegen ihrer hochwertigen Trekkingrädern, aber auch Mountainbikes. Und ja, wirklich eine tolle Marke, mit denen arbeiten wir auch sehr gerne zusammen. Haben wir auch sehr viele Räder quasi schon mal bei dir auf dem Kanal gedreht. Preis hier, was hast du hier vorgestellt? Ich glaube, ich muss tatsächlich mal uns auf der Website gucken, weil ich habe nicht geguckt, auf was das jetzt reduziert ist. 5899 kostet der, ich glaube, der ist 20% oder 25% jetzt aktuell reduziert. Okay. Aber bei uns auf der Website sehen die Leute den aktuellen Preis, der gilt. Also das heißt, von den 5899 gehen 20% oder 25% runter? Genau. Aber die genaue Zahl habe ich jetzt nicht auf der Website geguckt. Und warum? Weil du schon angefangen hast zu filmen. Nee, warum der Rabatt? Haben wir als Restposten gekauft. Also achso, die Zahl, hast du direkt vom Händler gekauft. Restposten. Und da habe ich gesagt, das ist ein geiles Rad nehme ich. Nochmal, warte mal, 5,8, lass mal rechnen, 10% wären 580. Also wir sind unter ungefähr bei 4,5. So. Genau, ungefähr da. Also das ist wirklich ein tolles Rad für einen Carbonrahmen. Der Qualität nochmal. 700 Watt schon EPA. Ein Full Carbon Fully. Ja. Design komplett in Germany bei Stevens, korrekt? Mit dem stärksten Motor. Shimano-Motor. Sehr, sehr leise im Vergleich zu Bosch. Ich habe zwei Stück. Mir brauchst du es nicht. Ich finde den geil. Der ist geil. Ah, der ist halt sehr smooth. Weißt du? Wirklich, ja. Ist so ein Motor, den du gerne fährst. Die Schwalbebereifung finde ich ja sensationell. Der sieht so ein bisschen aus wie Nobby Nick. Ist aber Magic. Wo ist der Unterschied zum Nobby Nick? Von der Magic Mary zu Nobby Nick. Ja. Magic Mary hat ein bisschen mehr Profil. Noch mehr. Wenn ich mich nicht irre, ja genau. An den Seiten, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich fand den Nobby Nick ein bisschen mehr starken, straßentauglicher. Genau. Der hier ist noch, wobei der sehr ähnlich ist, wenn ich so gucke. Dann hat auch ordentliche Schulterstollen, also der ist Dings und gut. Von der Gummibereifung haben wir ja die Soft. Das haben wir schon mal, glaube ich, auf deinem Kanal erklärt. Viele fragen, was bedeuten diese Farben? Ne? Mhm. Schwalbe hat halt vier verschiedene Gummimischungen. Und Orange ist soft. Orange ist soft, das siehst du auch immer. Und dann haben wir Rot ist Speed. Okay. Etc. Das haben wir schon auf deinem Kanal. Und viele auf dem Rennen werden auch die Gummimischung von Hinterrad und Vorderrad halt gemixt, um irgendwie das Maximum rauszuholen. Aber für jemanden, der jetzt ganz normal fährt, ne, und spielt das Ganze. Aber du kannst zum Beispiel bei einem anderen Reifen zeigen. Der andere ist zum Beispiel, der hinter dir ist blau. Mhm. Sag mal, was heißt hier Suntour Equalizer? Was heißt das? Was ist? Nein. Das ist nur ein Name. Das sind einfach die Dings. Aber okay. Auf jeden Fall haben wir Sandtour gegabelt, drauf, Luftfederung. Wie ist deine Erfahrung mit der Sandtour? Die bauen super Gabeln. Also tatsächlich musste ich letztens eine Sandtour-Gabel reklamieren. Nach 2 Jahren. Ich habe dann erstmal gegoogelt, wer überhaupt Sandtour in Deutschland, so, wo weil, überhaupt es ist. Das Ganze. Also weil die nie kaputt gehen. Ja, ja, noch nie eine Reklamation bei denen. Also ich hatte schon Rockshock-Reklamation, Volks-Reklamation, aber Sandtour-Reklamation. Habe ich bei denen angerufen, wie, wo, ihr habt keine Kundennummer. Ich so, ich habe keine Kundennummer. Hat mir eine Kundennummer geschickt, so ein Formular. Und die Mitarbeiter waren so ein bisschen, ja, baff, wussten nicht, wie sowas funktioniert. Also das zeigt schon, wie gut die Qualität ist. Ja, ich habe auch letztens eine Öhlingsgabel reklamieren müssen.
weil der Kunde damit einen Unfall hatte. Das war auch witzig. Also von der Qualität des Ölings auch so hoch, dass wir noch nie eine Reklamation hatten. Mhm. So kenne ich ja alles. Also Shimano muss man auch sagen, das ist so ein Motor, anmachen und vergessen, oder? Das kann man schon sagen. Ist das hier die Ladebuchse? Das ist die Ladebuchse und die ist nochmal geschützt, damit nicht Feuchtigkeit reingeht. Also ah, ja. Die schützen das doppelt bei Stevens. Dass es also richtig nass werden kann? Genau. Okay, wie geht's jetzt habe ich 4,97 kostet das. Also, ja. 4,97? Genau. Okay, das heißt auch die verstellbare Sattelschütze ist dabei? Ist dabei, du hast hier 4 Kolbenbremsanlage, also es ist wirklich ein tolles Rad. Und, was wichtig ist, viele Leute, die unterwegs sind und mit ihrem Handy Bluetooth. Nee, mit dem Handy spielen und die haben dann auf einmal keinen Akku mehr. Hier hast du hier einen USB-C-Ausgang, damit kannst du natürlich dein Handy laden, du kannst dein iPad laden, das geht alles. Und dann hast du halt quasi, ja. Okay. XT auch Bedienbegriff hier genau. Vorne dran. Für die also Schaltung. Wirklich ein Top-Rad. Wie nennt man den Bediengriff von der Schaltung? Trigger. Trigger. Oder? Oder? Ja, Trigger. Trigger. Schalttrigger meinst du? So, also schönes Rad. Gut, die meisten werden Stevens kennen. Das ist ja jetzt nichts Neues. 140 Kilo Systemgewicht. Auch was Besonderes. Die meisten Räder, Highback oder so, weiß es ja. Hast du ja schon mal gedreht, 120, 130 Kilo. Stevens gibt die Größen in Zollzahlen an, wie zum Beispiel Firma Cube. 22 Zoll ist halt zum Beispiel XL, da gibt es 20 Zoll, das ist L, 18 und 16 Zoll. Und das habe ich, glaube ich, in MLXL jetzt da. In S ist, glaube ich, nicht mehr da. Also Rahmen ist Vollcarbon bis auf diesen, wie hast du den die Schwinge, die Dings, der Umlenk-Dreieck nennt man das hier auch unter anderem. Hm. Dämpfer? Rockshox Deluxe. Also schön, eine schöne Mischung, oder? Vorne der Suntour, Rockshox-Mix, was eine XC-Schaltung, 4 Kolben Shimano-Anlage. Besonderheit ist wirklich der EP8-Motor, der funktioniert leise. Automatik misst, glaube ich, sogar den Winkel am Berg. Sodass du, das ja, ich habe den mal angehabt, was cool ist, du kannst einen Eco reinmachen und wenn du dann einen Punch gibst, du brauchst Leistung, ist die auf einmal da, selbst im Eco. Ja. Das ist cool. Und du kannst es mit dem Handy verbinden, du kannst dann 2 individuelle Modis einstellen. Ja, das Display, er hat auch ist das, so, es ist auch das Bluetooth-Display. Shimano, ich habe ja jetzt 2 Shimanos oder 3 sogar im Einsatz und das Krasse ist, du machst die an nach einem halben Jahr, wenn der Besuch kommt und machst die an und gehen. Das ist so nicht... Ja, Yamaha Shimano sind wirklich... Tolle Motor. Ja, du stehst in der Sonne. Ich stehe in der Sonne. 101 ja. Jahre Switchbike Bornemann. Du bist ja mittlerweile schon bekannt auf dem Kanal. Und ja. Das Ganze in Gießen. Ihr seid so unscheinbar. Sieht so ein bisschen aus, als könnte es so ein Spielzeug-Eisenbahngeschäft sein hier in der Innenstadt. Aber nee, ihr habt. Also, natürlich, wir sind ja. Also da sind jetzt wie viel da, Stevens? 30. Roundabout. Haben wir am Anfang vom Video gesagt, da habe ich im Lagerliste geguckt, das weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Muss ich gleich auf dem Handy wieder gucken. Okay, also das ganze Switchbike Bornemann in Gießen. Danke fürs Einschalten. Die können das auch online bestellen, die Leute können auch anrufen. Leasing ist kein Problem, Finanzierung ist kein Problem. Also Leasing, Jobrad geht auch. Jobrad geht auch, nur kommt nur 6% auf das Angebotspreis noch dazu. Das ist das, was du bezahlen musst bei Jobrad. Genau. Tschüss. Ciao.